Hallo zu einer neuen The Forest Folge. Ja, hallo. Ich bin so stolz, dass ich nicht Forestus gesagt habe. Oh, das müssen wir echt wieder entwöhnen. Ich sag so oft Forestus. Forestus, Propestus, Calestus. Genau. ich hör doch da schon wieder jemanden rumeiern. Was mir gerade richtig auffällt, unser Turm sieht richtig geil aus. Mit dem Licht da oben. Oh yeah. Jetzt braucht man in jeder Ecke so einen Turm. 4 Wachtürme. Boah, das sieht so fett aus. Oder 2 und dann nennen wir die nächste Folge die 2 Türme. Geil. Können wir schlafen? Nein, noch nicht. Aber fast. Almost. Nein! Was? Nein! Nein! Zünd mich nicht an, Alter. Wolltest du mich gerade auch anzünden? Weg! Du musst mich wieder beleben. Alter! Das ist schon wieder passiert ist und dass es so viel Schaden macht, dass man. Man läuft nur kurz durchs Lagerfeuer und ist eigentlich schon wieder tot. Das ist so schön, weil ich glaube in den letzten... Alter, stell dir das mal vor, du spielst alleine und läufst aus Versehen ins Lagerfeuer. Ja, und es gibt keinen mehr, der dich wiederbeleben kann. Nee, du bist sofort tot, ja. Ja, aber das ist mir in den... Ich weiß nicht, welche Folge, das war relativ am Anfang, oder was heißt am Anfang? Ich glaube irgendwo bei Folge 20 oder keine Ahnung was, da ist mir das auch öfter passiert, dass ich... Alter, wenn man das hochrechnet, ich habe glaube ich schon 12 oder 13 Rüstungen verloren, nur wegen Lagerfeuerbrand. Ja, ich auch. Vielleicht sollten wir da irgendwie so eine Mauer drum oder so, dass wir nicht mehr raussehen rein. Ah, ja, ich okay, bin irgendwie so unvorsichtig geworden. So, schlafe ich. Ah. So. Ich bin froh, dass man nicht achten muss, mit welchem Magen man schlafen geht. Dass man nicht essen muss, bevor man schlafen geht. Ja. Da bin ich echt froh. Ich überlege gerade, ob ich mehr Snacks esse und das ein bisschen drin lasse, damit sich das ein bisschen füllt. Ach so, ja, gute Idee. Weil die Snacks, die haben wir eh zu Massen. Oh, ich habe ja doch 2 Echsenhaut. Die du gerade verkokelt hast. Das ist Hase, Hase, Hase. Was ist das? Das ist ja nochmal Hase. Haben wir so viel Hase? Das ist alles Hase. Re, re, re. Achso, das ist... Was? Hä? Und dann kommt da... Echse, Echse. Hast du alle Echsen heute genutzt? Ja. Alle 3, ja. Okay. Aber du hast ja gesagt, ich dachte... Ja, ist okay. Ich wollte nur wissen, ob du alle benutzt hast. Ja, dann machen wir dort ein neues Lager, oder? Was wollten wir jetzt als erstes machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich mach mal kurz den Weg. Wie machen wir das eigentlich? Wollen wir jetzt den Weg hier direkt zu diesem Haus machen oder wollen wir hier? Nee, hier noch einen zum Turm. Eine Gabelung machen? Hier noch eine Gabelung zum Turm. Das kriegst du schon hin. Ich beobachte das mal ein bisschen von hier oben. Nee. Ich hätte vielleicht. Kannst du hier anschließen? Also so, dass das da und da irgendwie so. Muss ich mal selber mal kurz gucken. Das Problem ist halt einfach, wenn man da jetzt anschließt, dass dann da die Steine in diese Eingangstor reingehen vom Garten sozusagen. Kann ich das drehen? Nee, ich rede, warte. Ist immer blöd. Lass mal das andere wieder gut. Ach so, warte. Theoretisch. Nein, jetzt habe ich es aus Versehen gelöscht. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So. Ach, blöd. Wie macht man das? So, und dann irgendwie... Und dann... Denk an die Gabelung, ne? Ja, die mache ich gerade. Ich versuch's zumindest.
Nein, das ist schief gelaufen. Dass sich das da hinten so krass verändert, wenn du das länger ziehst und so. Das ist ärgerlich. Am Tag ist es echt schwierig für den Weg zu bauen. Achso, da haben wir ein Viereck gemacht, ne? Viereckgabelung und hier. Achso, das war... Der Glück sagt, hey, man kann hier auch noch einen Weg zum Tor runter machen. Stimmt eigentlich. Da hätten wir auch hier so eine Vierfachgabelung. Stimmt. Ja. Nicht blöd gesagt, das machen wir auch. Das machen wir auch. Ich weiß, euer Opfer zu schätzen, Vögel. So, jetzt reicht es, glaube ich, erstmal mit dem Vogelmord. So, ein Lämpchen braucht man noch. Dann. Boah, das, der Weg ist gar nicht mehr so leicht, ey. Sollten wir eigentlich die Tore von innen auch noch beleuchten? Oder glaubst du, wenn wir drin sind, dann finden wir die Tore schon? Das ist eine sehr gute Frage. Obwohl, weil, ich sag mal, wenn man in der Siedlung ist, ist es eigentlich hell genug, blöd gesagt, oder? Man sieht eigentlich dann. Wahrscheinlich musst du da so ein bisschen alles eine Kurve reinmachen, oder? Gottchen. So. Oh Gottchen. Jo. Dann, jetzt pass auf. Boah, am Tag sieht man das so schlecht. Ja, das ist so schwer, ey. Das muss man fast in der Nacht bauen, ey. Ja, das stimmt leider. Oh. Also das könnte sie dann irgendwie gelb darstellen oder sowas. Oh, da tun echt die Augen weh, weil es so grell ist. Das Bauen ist jetzt auch nicht das Beste, muss ich sagen. Wir werden angegriffen. Das höre ich doch. Ja, ich... Herr Loss! Wow, wow, was ist denn da? Viele. Oh, ich habe vergessen, dass ich keine Rüstung habe. Hey, oh! Das ist ungeil. Aber du müsstest vielleicht ganz kurz die, Mauer. Wo denn? Ich sehe dich da, gar nicht. Turm. Turmseite, da ist ein bisschen was kaputt. Das Lustige ist, wenn sie sich aus Versehen selber hauen, dann killen sie sich auch irgendwie. Ja, die greifen sich dann so kurz, weißt du, da reagieren sie drauf. Ja, ich hab schon. Ja. Hä, da ist gar nichts kaputt. Turmseite. Ach doch, da. Sie kommen zu. Ihr hättet euch schon gegenseitig killen können. Turmseite. Soll ich mal auf den Turm gehen und gucken, ob ich vielleicht ein paar Headshots machen kann? Ich bin, glaube ich, unten am Strand, also ich glaube nicht, dass du da runterschießen kannst. Nein, ich habe aus Versehen den Weg gebaut, weil ich hochgesprungen bin und E drücken wollte für das Seil. Nicht dein Ernst. Und jetzt habe ich da Alter, schon das wird jetzt langsam ein bisschen kritisch bei mir. Oh, Ausdauer, ja. Mhm. Ja, dann komm mal in Richtung Turm vielleicht, dann kann ich vielleicht Patcher zuteilen. Ich sag's so leicht. Na gut. Kann man hier ping? Ping wäre schön. So, ich bin hier. Mhm. Passt die Entfernung? Ja, alles gut. Ich hau mal kurz mit. Ja, mach. Ah, da kommt ein Dritter. Achtung! Wenn ich die Knochen kriegen könnte. Oh, ich hätte meine dich erwischt. Ah, da kommt ein Fünfter. Ich kann den leider nicht finishen gerade. Alles gut. Na ja, gut, die haben ihn gemacht. Hey. Passt perfekt. Wir laufen weg. So. Ich hab auch gerade belegt. Also da ist hier doch die ganze Ding kaputt, oder?
Was ist hier so hässlich? Naja, die Mauer ist hier so hässlich. Okay. Ich glaube, wir können an den nächsten Turm können wir ein bisschen niedriger bauen. Ich weiß nicht. Da haben wir mehr Chancen, erstmal zu treffen. Und da ist auch vielleicht schön im Seil. Ist schon, ja, schon mal, wo wir wieder was gelernt haben. Wenn wir uns das anschauen, maximal 1, 2, 3 so Dinge hoch. Alles klar. Fast maximal. Also 4 können wir hoch. Ich hoffe, dass das mit dem Weg hier passt. Ich sehe das nicht. Vielleicht warten wir mit dem Bauen auf Nacht. Und gucken uns nochmal auf. Nacht. Auf der Nacht. Ja. So, dann haben wir den Weg gebaut. Ein Lager einrichten? Oder sollen wir die schnell vernichten da draußen? Ja, ich brauche die Knochen. Oh. Ja, ich bin... Du hältst ja gar nichts aus. Hey, hallo. Aufzuschlagen. Hä, der andere steht wieder auf. Ja, wenn man sie nicht finisht, dann stehen sie wieder auf. Kacke. Was soll denn das? Leg dich wieder hin. Hör da gar nicht mehr auf zum Schlagen, ey. Nee, ist mir auch gerade recht. Ich komm schnell zu dir. Hallo, ich glaub, nicht ausweichen. Ah, nein, hör auf. Nicht auf mich. Ich hab gerade fallen Bogen rausgeholt. Jetzt bleib doch da. Ey, dass der nicht sterben will. Ja, endlich. So, haben wir die zwei auch erledigt. Das ist offen. Ich muss auch rein. Keine Ausdauer mehr. Oh, Mann. Ich habe mittlerweile echt richtig Angst vor dem Feuer, dass ich mich irgendwie aus Versehen anzünde. Ich auch. Ich gehe da nicht mehr. Ja, nicht nah ran. So. Ach, du hast schon angefangen hier. Du hast schon Rüstung. Kommt das in diese Ecke? Okay. Nee, ich habe nur mal. Nö, ich hätte gedacht, wenn man halt durch die Tür reinkommt, dann sieht man ja gleich. Ja, aber vielleicht ein bisschen. Aber ich war mir jetzt nicht sicher, weil wir wollten ja das Lagerhaus ein bisschen anders bauen, so von den Regalen her und sowas, um das dann da in der Ecke passt oder was. Stimmt, aber ja, erst doch die Regale baut und dann das Rüstungsding irgendwo. Ich baue mal Regale, jetzt pass auf. Wo sind Tisch? Genau. Kann man was auf dem Tisch eigentlich auch legen? Nee, oder wahrscheinlich nicht. Irgendwie cool. Möbel. Hey, wo ist denn das blöde Regal? Ich finde das gar nicht. Ach doch, da. Großer Schrank. Oh Gott, das werden jetzt viele. Das werden viele. So. Yay, ich habe wieder 3 Rüstungen. Cool. Und hast du Lizard-Ding? Habe ich mal. Wie viele Rüstungen hast du? Ich sehe es gerade nicht, was weiß ist. Warte, ich muss ins Grüne. 6 Stück. Gut. Then I will take it. Sedley. So. Ja, pass genau. Auf, dann drehe ich das. Ach, die brauchen ja Baumstämme. Ja. Gut. Weißt du, wie krass das sich, wenn die ineinander stehen, so halb, da habe ich ein bisschen Angst. Moment, wo steht denn das jetzt gerade rum? Schon die richtig. Öffnung ist. Schon richtig, ja, rum nochmal. Also du möchtest von hierher reingehen, oder? Ja, genau. So gesagt, hier rein und dann da rein und dann hier nochmal in der Randreihe und dann da. Aber schau, wenn das ich jetzt Regal soll zu mir offen sein, oder? Ja, genau. Müsste ich auch sein. Ich sehe es gerade so schlecht. Das ist auch sauschwer. Aber ja, das müsste passen, weil da hinten sind die 3 Dinger, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und wenn ich das dahin baue. Genau. Genau, so und so.
Ja, genau. Und dann theoretisch das immer weiterführen natürlich, ne? Ja, und dann hier so eine zweite Reihe. Und dann Reihe hier eine zweite Reihe, genau. Ja, eine zweite Reihe, eine dritte Reihe wird dann zu eng wahrscheinlich. Nee, eine dritte Reihe nicht. Es ist nur noch eine seine Reihe. So ungefähr. So. Nee. Muss schon fast identisch sein. Also das ist jetzt gar nicht mehr so leicht alles. Wo ist denn das? Oh, ich erkenne das nicht. Da. So. Und das muss dann... Boah, das ist fast schon... Hier ist schon fast zu eng. Warte kurz, ich mach hier nochmal eins. Warte, ignorier das eine mal. Achso, du schaust gerade. Alter, was ist das eine Ding da? Tu das weg. Hier ist eine Ding da. Das, was ich ignorieren soll. Achso. Wenn ich hier stehe, reicht der Platz eigentlich aus? Ah, jetzt habe ich aus Versehen statt ER gedrückt. Wir haben doch auch bei der ersten Staffel so einen Blumenkasten gebaut, oder? Wie war das? Ja. Konnte man da was reintun? Das weiß ich nicht mehr. Ehrlich gesagt, keinen blassen Dunst. Ich habe hier so ein Ding hingebaut, aber ich habe keine Ahnung. Weil da drin heißt Wandpflanztopf. Die Frage aller Fragen ist jetzt, ob man da... Kann gut sein, muss es aber nicht. Was sagst du? Und so halt dann ein bisschen vormachen, vielleicht mal eins auslassen, damit wir hier auch noch durch können. Wieso? Ja, das ist eine gute Idee. Sollen wir das jetzt immer einzeln bauen oder soll ich versuchen, dort gleich alles in Blau Pause zu machen? Das ist, glaube ich, schwierig, oder? Ich glaube nämlich auch. Wenn es so hell ist und so. Ja, warum machen wir es erstmal so? Wollen wir, hier wollen wir wirklich fast nur Regale reinhauen, oder? Ja. Ich denke. Gut, aber eigentlich, warte, weil wir hier. Ich hab eine bessere Idee, weil hier so viel Platz ist, da könnte man das ein bisschen. Ach, ein Vogelhaus kann man auch an ein Gebäude dran platschen. Gar nicht, man muss gar nicht an einen Baum. Das ist ja cool. Ich glaube, hier mache ich es doch noch anders. Tut mir leid, ich muss noch mal was ausprobieren nur. Was dagegen, wenn man neben, also beim ersten Lagerhaus neben am Eingang so ein Vogelhaus hinbaut? Nee, nun mal nicht. Also du kannst auch mal was entscheiden. Muss ja nicht alles entscheiden hier. Weil man könnte es ein bisschen füllen. Man könnte dann auch die Lagerhäuser ein bisschen schöner machen mit so Kopftrophäen und so. Mhm. Gucken wir mal. Mit Kopftrophäen. Von den Eingeborenen. Von den Eingeborenen, oder? Nee, von Tieren. Man kann aber auch gerne Menschen Schädel hin. Falls das dann eine bevorzugte Variante ist. Und ich hätte dann irgendwie auch mal Bock, so ein bisschen Richtung Villa mal, dass man da mal ein bisschen... Ja, ich weiß, Villa-Bauzeug mal. Ich hätte Bock auf den Garten dann, als erstes. Ja, das wäre natürlich auch cool. Der Garten, der wäre mir fast am wichtigsten dann mal. Aber das wird halt wieder so ein Riesenbauprojekt, weil wir wieder unfassbar viele Baumstämme brauchen erstmal, weil wir ja erstmal den Zaun rumbauen müssen dann. Also die Palisade wieder hier. Es ist halt das so. Ich weiß nicht.
trinkt einem das etwas. Upsala, ich wollte R drücken. Nochmal R, 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 R. Schau mal, oh Gott, das sehe ich so schlecht. Hey, ich glaube, wir werden wieder angegriffen, wir kriegen wieder Besuch. What? Ja, eindeutig, ich höre es doch. Ich höre es doch wieder hecheln. Das hätten sie keine Hobbys, die. Da, was sind da für ein Fail? Warum stehen die so kacke schief? Ich will nicht, dass die schief stehen. Sieht scheiße aus. Oh. Ich hab das sowieso verkehrt rum, das hier. Oh, hab ich das auch verkehrt rum? Das steht auch verkehrt rum. Was? Nee. Das steht verkehrt rum, das sehe ich. So, das muss ich dann nochmal. Ich bin auch fast schon dafür, dass wir irgendwie Fallen oder sowas bauen. Ja, das vor allem in der Nähe vom Turm draußen. Das hast du, glaube ich, schon in der vorletzten Folge gesagt. Ich glaube sogar, dass ich es irgendwie gefühlt schon in der 5. Folge so ausgesagt habe. Ja, wir müssen halt erstmal. Oh, Prioritäten setzen, ich weiß nicht. Irgendwie, sag mal, dieser Garten und sowas ist ja auch eher. Vielleicht sollte man eher an Leben denken und nicht irgendwie an schön bauen und sowas. Ja, doch, schön will ich schon bauen. Na, also der Weg zum Turm hin, der muss nochmal optimiert werden. Und da ehrlich? Eigentlich. Was willst du da? Ja. Was zum Turm? Ja, das ist. So, ist es dunkel oder wie? Ja. Weil es dunkel ist. Und jetzt sieht man, was du für einen Scheiß gebaut hast. Ja, das ist mal, was das eigentlich ist. Fehlt da auch ein Stein noch Richtung Haus. Ich tue es mal weglöschen. Ja. Also der hier geht, ich finde, der ist okay. Der ist gut. Ja. Der ist auch und okay. Die anderen sind gut. Dass man diesen scheiß Weg nicht drehen kann, ey. Das ist so nervig, dann musst du dich so komisch drehen, ne? Komm. Sehen wir jetzt Kakü? Nee. Was ist denn das Kakü? Ja, dieser scheiß Weg irgendwie, dass dann so Lücken sind bei den Steinen. Ja, so gut, aber das habe ich auch nicht irgendwie hinbekommen, dass es perfekt ist. Deswegen irgendwann man muss Prioritäten setzen, oder? Wie viel? 25. Ja, gut. Das geht schon noch. Ja,
Der ist immer noch nicht ganz gerade. Ist das so? Naja. So ist es eben. Und dann nochmal. Aber wir wollten das Lager jetzt wirklich nur mit Regalen zu klatschen, oder? Oder hatten wir mehr vor? Nee. Das andere war unser Essenslager. Ja. Ne? Und das nur Regale. Ne? Das war unser Plan. Genau. Gut. Das wollte ich wissen. Ah ja, in der Nacht kann man jetzt gut bauen. Ja. Na, was sagst du dazu? Der Einfall, wenn du hier reinkommst, links, rechts, hier vor, dann hast du eine ganze Wand und dann, wenn du hier reinkommst, da ein Regal und da nochmal welche. Ist doch eine geile Idee, ja, oder? Ja. Platz effektiv genutzt, würde ich sagen. Und schön, finde ich. Also ich finde es auch relativ das hübsch. Auch, ja. Sieht dynamisch aus. Oh, wenn ich schon wieder links unten hinschaue, was man alles braucht. Ja, ich habe es auch schon gedacht in dem, oh mein Gott. Na, ich fange mal mit den Steinen. Komm, leg ihn hin. Böller. Holst du einfach rum. Geht aber gar nicht. Dann kann ich die nochmal aufreißen. Ja, und dann baue ich da. Ich hoffe, dass das alles funktioniert, ne? Ich habe ein bisschen Angst davor. Damit sich da irgendwas drin verpackt. Du? Ja, mit den Regalen, damit sich da irgendwas verpackt und dass du da irgendwo teilweise nicht mehr hinkommst oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. So, wir sollten speichern, schlafen und Folge beenden. Ja, lass mich da schnell hier die Einrichtung. Brauche ich noch zwei Regale. Eins noch. Das ist schon schön. In dem Moment, wo man sich umdreht, ist der Stein schon wieder in deinem Rücken gespawnt. Das ist durchaus schön, ja. Vor allem, weil ich solche Wege bauen möchte, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Passt. Okay. Dann geht's los, schlafen. Alter, ich verhungere bald. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Achte mal drauf, vor den Fenstern habe ich da jetzt drei Blumenkästen. Mhm. Glaubst du, sieht gut aus? Weil ich bin mir noch nicht sicher. Ich speichere erstmal. Schau es mir kurz an. Was meinst du, wo denn? Siehst ach, du eigentlich da. Ganz gut diese drei Baum. Ja, das sieht ganz. Ja, die kann man machen. Die sind putzig. Je nachdem, ob man da jetzt irgendwelche Blumen oder so reinstecken kann. Naja. Ja, das schaffen wir schon. Wie will es sie? So, schlafen wir? Oh, da waren sogar noch drei Knochen drin. Nice. Ich bin soweit, ich dachte schlafen gehen. Jo. Zack, hat man schon eine Rüstung. Ja, ein Bett wäre auch mal nicht schlecht, ne? Weil jetzt sind wir bald bei Folge 40, glaube ich, und da noch kein Bett. Das ja. Irgendwie. Vor allem, wir haben ja jetzt die ganzen, Wir könnten es leicht. Moment. Sorry, ich hab's gerade verkackt. Hä? Weil die gerade noch die Mauer angegriffen haben. Mauer, lebst du noch? Ach, ich hatte noch ein Ruhe verdorben ablegen und essen. Ach, verkackte verdorben. Scheiße. Ach, ich hab den Luch noch drin. Oh, gehabt. Ich hab auch noch die ganzen verdorbenen. Es lacht heute echt gar nicht, ey. Ich glaube, wir müssen nach der Folge aufhören. Oh, wir machen so viele Fehler. So viele Leichtsinnsfehler, das gute Fleisch. Oh Mann. Oh ne, ich esse jetzt nichts, ich wollte auf den nächsten Vogel. Da ist ein Vogel. Den wollte ich gerade holen. Ah, shit. Nein, was tust du? Das ist gefährlich jetzt. Oh, das ist. Zack, Hase tot. Alter, schlag halt auf den. Hey, jetzt brauchst du nicht mehr auf den Boden schlagen. Wir hatten hier mal so viele Vögel, das weiß ich noch. Ja, jetzt hat man Hunger, jetzt kommen natürlich keine Vögel. Schau mal, ob vielleicht die Schildkröte da ist oder sowas. Lol, wieso ist hier ein. Hm? Ach so, der Luch ist verdorben. Ja, ja, den hab ich ja gerade weggeschmissen. Ja, vielleicht nicht neben dem Lagerfeuer irgendwie, das nicht doch, aus Versehen. Sicher. Rennt. Ja,
Was ist denn das? Also, eine kaputte Bombe. Hallo, ich finde irgendwie gerade nichts. Das ist gerade irgendwie voll doof. Ich finde nicht mal einen scheiß Vogel. Ein Vogel ist what I need. Dum, 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 dum. Wie viele Vögel hast du denn? Kannst du, wenn du das einen ziehst, kannst du für mich einen mit. Also einen habe ich gerade gegrillt, der andere ist auch noch gerade am Grillen. Aber ich werde ihn selber brauchen. Es kann sein, dass vielleicht bei Regen Vögel weniger umfliegen. Das kann sein, ja. Wie viel Hunger hast du denn? Voll Hunger, so. Gut, dann kriegst du den. 90%. Dann nehme ich den schnell den Verdorbenen und schmeiß ihn weg. Oh, 9000. Wollen wir eigentlich dann einen Weg zu diesem Tor auch machen? Ja, oder? Können wir dann schon machen, oder? Ja, aber dann ist das Lagerfeuer fast im Weg, oder? Ne, vom Lagerfeuer. Wir müssen ja nicht die verbinden. Achso, ja, das können wir gerne machen. Das sind zwei Vögel. Landet hier, bitte landet hier. Hast du den Vogel da jetzt schon gegessen? Ne, noch nicht. Dann ist ihn jetzt. Wenn du jetzt deine eigenen Vögel da gefunden hast. Ja, die fliegen noch. Ich warte, bis die landen. Jetzt sind sie toll, jetzt sind sie reingeflogen. Nein. Durch die Wand durch. Jetzt sind sie. Ah, das war der Vogel, den ich gesehen habe. Ey, nicht durch die Mauer fliegen. Ja, das hat er bei mir eben auch gerade gemacht. Oh Gott. Ah! Alter! Toll, ist der jetzt weg. Mann. Hey, da ist er. Alle beide. Also, ja, dann nimm so. Du ihn. Ah! Was? Ja, ach, ja. Perfekt. Warte, ich tue und nicht. Da hinten ist noch ein Vogel. Nein, jetzt nach unten! Arsch. So. Inventory. Okay, Weg bauen geht echt schnell. Man muss einfach nur ein bisschen im Lager rumlaufen. So, du kommst jetzt hierher. Du verdorbener Lurch. Ablegen. Da liegst du gut. Ah, wobei. Eigentlich nicht. Da liegst du eigentlich voll doof. Hier liegst du ganz gut. Hier unten. Unterm Haus. Da bist du gut weg. Hallo. Bauen. Danke. Die Folge müssen wir beenden. Ne? Ja, da war was. Nachdem ich gegessen habe. Nee, das Feuer ist ausgegangen. Verdammte Scheiße. Aber ich glaube, alles trotzdem fertig. Oder? Hold on. Bau it. Hä? Oh Mann. Ausrüsten? Vier Steine. Nee, die finde ich jetzt so. Auch noch. Steine. Ja. Ja. Und da. Perfekt. Ja, aber die Folge haben wir schon das gemacht, was wir eigentlich machen wollten. Die Wege und die Innenausstattung. Zack. Planen. So, es fehlt eigentlich nur noch der Weg da runter. 200 ja. Baumstämme. Leck mich am... Ja. Holy moly. Hast gerade an YouTube gedacht, scheiße, die sperren's. Ach, was soll's. Oh, das sieht eigentlich ganz cool aus, wenn man so schaut, so mit dem Weg und so. Ja, das sieht schon mega nice aus. Boah, also so eine geile Siedlung hatten wir im ersten Teil, ersten Staffel nie, das sieht richtig geil. Nee, also mit so richtig hier Wege und was weiß ich, da haben wir gar nicht drauf geachtet, ne? Stirb. Na gut, fast hätte ich es geschafft. Aber wir müssen jetzt spenden. Ja, dann speichere ich nochmal kurz. Ich hoch. So. Dann. Warte, ich speichere gerade, okay, jetzt. Ach, nicht ein Feuer laufen. Das wäre jetzt gewesen. Ja, das wäre jetzt geil gewesen. So. Ich halt Abstand. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Okay. So. So, ich kriege mich hier. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der hören uns in der nächsten Folge. Hallo.
Yes. Tschüss. Tschüss.